bitte keine persönlichen Fragen. Ja. Okay. Also über Familie und Liebesleben, Freundin rede ich generell nicht. Okay, alles klar. Heute im Kreuzverhör Herr Tiger vom Theater Concorde. Ja. Herr Tiger, wie würdest du denn einem Kindergartenkind deine Arbeit erklären? Naja, das ist im Endeffekt eigentlich nicht so eine richtige Arbeit, sondern eine Herzensangelegenheit, auf der Bühne zu stehen als Schauspieler. Verstehst du? Ja, das sucht man sich nicht aus. In die Rolle wird man so mehr oder weniger geboren. Ja, ja, ja. Also, ich kann das einem Kindergartenkind so erklären, dass man das nur mit Freude machen kann. Ja. Aber es ist auch Arbeit dabei, das stimmt. Ja. Und wie sieht denn dein Alltag zu Hause aus? Wie meinst du, die letzten 4 Monate in der Kiste hocken? Im Dunkeln, Koffer zu. Aber ansonsten, wenn wir auf Tour sind, so wie jetzt wieder hier im Kreuz, also im Museumshof in Fulda, dann ist es schon recht abwechslungsreich, muss ich sagen. Ja, ja, wir sind fast jeden Tag woanders, hier Großstädte bereisen, aber auch kleine Städte, die kleinen Bühnen. Und da ist meistens das Publikum sogar noch ein bisschen besser als in den Großstädten, weißt du? Ja, die sind nur total unverbraucht. Also, wie gesagt, ich langweile mich eigentlich nicht, nur die letzten 4 Monate. Aber lassen wir das Thema. Ja, ja. Und was wolltest du schon immer mal sagen? Also ich gibt fast nichts, was ich noch nicht gesagt habe. Vielleicht für die Zukunft mal. Shakespeare wäre nicht schlecht. Irgendwie so. Sein oder nicht sein? Das ist eine Frage. Nee, das wäre hier die. Ja. Also sowas wollte ich schon immer mal. Weißt du, so tragende Texte. Ja. Aber im Kindertheater ist das nicht einfach. Ja, man muss ja immer die Altersangaben berücksichtigen. Weißt du? Weißt du? Ja, ja. Dann kommen wir jetzt zu deiner persönlichen Frage. Hm? Wo gefällt es dir denn besser? In der Wildnis, wo du ja heute schon warst, oder hier in Fulda? Na, hier in Fulda. Hör mal. Hast du es doch gelernt gerade in dem Stück. Wildnis kann überall sein. Also auch hier in Fulda. Hm. Nur man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Wildnis macht. Ne? Sonst regen sich die Nachbarn auf. Das muss ja nicht sein. Ja. 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 Super, das Theater Concorde könnt ihr auch noch am Sonntag, dem 19.07. erleben hier, mit dem Musical Ritter Rost. Genau, vielen Dank, dann seid ihr entlassen aus dem Kreuzverhör. Hey, danke schön, nicht dafür. Macht's gut.